Theoprax ist die perfekte Kombination aus Theorie und Praxis. Schüler aus AHS und NMS bekommen konkrete Aufgabenstellungen von Unternehmen gestellt, die diese dann selbstständig umsetzen sollen. Seit 3 Jahren läuft das Projekt in Oberösterreich mit Erfolg. Im Rahmen der diesjährigen Theoprax-Gala in der Wirtschaftskammer Oberösterreich wurden herausragende Projekte ausgezeichnet. Die jungen Leute haben Mut gezeigt, sie haben Engagement gezeigt und sie haben auch zum Ausdruck gebracht, was sie mit dem Theoprax-Projekt alles fürs Leben gelernt haben. Ich denke mir immer, junge Leute sollen wir viel mehr an Themen heranlassen, die der Wirtschaft unter den Nägeln brennen, weil sie bringen einfach ganz andere Sichtweisen mit ins Spiel, die unsere Generation vielleicht gar nicht sieht, meine Generation. So vertraute zum Beispiel die Firma BMW Kneidinger drei Burschen des BAG Rohrbachs. Mit ihrem Projekt gewannen sie den Theoprax-Preis in der Kategorie Technik. Wir haben mit denen gemeinsam eine Veranstaltung organisiert, wo über 100 Leute eingeladen waren, also da auch gekommen sind. Und dort haben wir die Elektromobilität präsentiert und vor allem den i3 und haben den Besuchern den Vorspaß, den was man zum Beispiel mit einem Elektroauto hat, näher gebracht und vielleicht auch die anderen Vorteile, die was man mit einem Elektro hat. Es war im Prinzip ein spannendes Projekt. Natürlich am Anfang hat man noch nicht so ganz einen Überblick, aber das Spannende ist einfach, dass man erstmal wirklich in Kontakt mit der Geschäftswelt kommt und dass man halt wirklich sagt, okay, es wie mache ich das jetzt, wie gehe ich das an? Und dadurch, dass es alles das erste Mal ist, ist man nervös und man fragt sich die ganze Zeit, wie macht man das und hoffentlich geht es nicht schief. Aber ich glaube, im Endeffekt haben wir es relativ gut über die Runden gebracht, was man ja vielleicht am Preis sieht, also haben wir uns recht gefreut. Jonas, Pius und Julian sind überzeugt von Theoprax und wollen ihre Begeisterung auch weitergeben. Jetzt schauen wir vor allem, dass wir Theoprax mal bei den unteren 2 Jahrgängen von uns bewerben, dass da noch wieder die nächsten paar Jahre Gruppen zusammenkommt, weil das schaut im Moment noch nicht so ganz so gut aus. Und ja. Insgesamt wurden im Rahmen der Gala 4 Preise vergeben. Vertreter aus Wirtschaft und Bildung waren gekommen, um sich ein Bild von den Siegerprojekten zu machen und zeigten sich begeistert. Ja, mich hat beeindruckt, mit welcher Euphorie, mit welcher Begeisterung die Kinder da dabei sind, die Jugendlichen da dabei sind, wie sie herangehen an diese Projekte, wie sie mit Firmen verhandeln, wie sie mit Firmen reden. Einer hat sich zuerst bei mir verabschiedet und gesagt, danke, dass Sie hier waren. Also das hört man ja sonst selten. Also es ist der Zugang, die Art und Weise, wie man hier Projekte, für die man verantwortlich ist, wie man die betreibt. Dr. Gerald Silberhummer von der Wirtschaftskammer möchte alle Unternehmen ermutigen, bei Theoprax mitzumachen. Weil sie neue Ideen bekommen, Anregungen, Inspirationen von außen. Das brauchen viele Betriebe, das brauchen wir alle. Und weil man auch begabte, motivierte, engagierte junge Menschen kennenlernt. Nähere Informationen sowie Fotos der Veranstaltung finden Sie unter www.theoprax.at.